Huch. Was passiert hier? Das ist ja ganz merkwürdig. Ich bin gerade total verwirrt. Sind wir schon wieder bei Scarecrow? Das sieht ja fast ein bisschen so aus. Aber, wir haben auch nur den... Ach nee, wir haben alles. Guten Hunger auf jeden Fall. Jo, Scarecrow hat uns schon wieder. Das gibt es doch nicht. Der Typ ist ja auch eine Plage. Und gibt es das wieder einen FPS-Wahnsinn? Kann ich den hier eigentlich verwenden? Oh oh, nein! Ich weiß, dass du da bist. Schitte. Hier kann ich nichts neigen, um auszuweichen. Und am Ende der Furcht das Vergessen. Jo. Okay, alles klar. Wir sind wieder bei Scarecrow angekommen. Was machst du, kleine Fledermaus? Als ich das erste Mal hörte, dass Joker dieses Irrenhaus vernehmen würde, dachte ich mir ordentlich, dass er verrückt wird. Als er seine Vision einer Anstalt erklärte, nicht dahin. So lange wie möglich verrückt bleiben sollte, dachte ich. Schütte. Und mir mit der Papierfinger ein neues Lächeln aufzauberte, wusste ich. Hier runterfallen geht nicht, das ist ja schon mal ganz gut. Uns auf einer kleinen Insel im Garten, Baby, für die machen wir von nichts halt, um bisschen sicher zu gehen, fies dass zu steuern. Aus dem Staub machen. Jüngste Erfolge mit komm ich jetzt weiter? Yep. Unser Forschungsleiter Dr. Crane hat keine wirklichen Fortschritte erzielt, aber ihm scheint die Arbeit zu gefallen. Also, was soll's? Unsere neue Patientenstation wird von Waylon Jones geleitet. Mir wurde versichert, dass er fast jeden Patienten. Komm ich denn darüber? Spielt ihr das Verstandstreich oder bin ich das? Wie soll ich denn darüber kommen? Da ist ja nichts. Doch da. Nein. Das war zu knapp. Jetzt. Da muss ich jetzt darüber und dann nach vorne weg, ne? Okay, guck mal wieder nach rechts. Und zack. Dann hier verstecken. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Und schnell... Was kommt da? Da kann ich mich da oben verstecken, glaube ich. Genau. Boah. So. Nächster Halt. Mist. Du hast versagt. Jetzt leide. Naja, ich leide schon, weil ich nicht weiß, wie viel ich jetzt hier wieder machen muss. Einmal hier hoch. Hey, was?
Mit dem Intro eben war aber schon cool, ne? Auf einmal hat sich das Spiel jetzt umgedreht. Jetzt wirst du wahnsinnig. Ja, ja. Für immer. Nö. Ich weiß aber nicht mehr, was die gesagt hat, als ich da lang wollte. Als ich das erste Mal hörte, dass Joker dieses Irrenhaus übernehmen wollte, dachte ich, so, jetzt kommt das Ding an. Als er seine Vision einer Anstalt erklärte, in der die Insassen so lange wie möglich verrückt bleiben sollten, dachte ich, er wäre durchgeknallt. Als er mich festhielt und mir mit der Rasierklinge ein neues Lächeln aufs Gesicht zauberte... Kannst du glauben, was du siehst, Batman? Nein, kann ich nicht, aber ich sehe da oben schon das Bat-Signal. Machen wir von nichts Halt, um sicherzugehen, dass ich keine Spinne aus dem Staub mache. Jüngste Erfolge mit Bruce Wayne, dem klassischen Fall einer gespaltenen Persönlichkeit, haben unseren Ruf als eine innovative Schlachterei. Okay, kurz warten. Unser Forschungsleiter Dr. Crane hat keine wirklichen Fortschritte erzielt, aber ihm scheint die Oh. Unsere neue Patientenstation wird von Waylon Jones geleitet. Mir wurde versichert, dass er fast jeden Patienten geheilt hat, der ihm geschickt wurde. Und er brüstet sich damit, auf allen Stationen freie Betten zu haben. Ach Mann. Das war doch nur ein Pixel. Auch Leute kommen. Und am Ende der Furcht das Vergessen. Ja, das vergessen wir. Am besten alle vergessen wir das jetzt mal zusammen. Und auch nö. Okay, da muss ich mich jetzt ein bisschen konzentrieren. So, Moment. Und go. So. Dann stürzt das Ding jetzt gleich runter. Dann kommt der Grappling Hook. Und dann schnell wieder hoch. So, und hier ein bisschen aufpassen. Wag es mir, unter die Augen zu kommen. Ach, bin ich doof. Da ist ja schon der Dings. Jawohl. Ich glaube, du brauchst noch ein bisschen mehr. Sag mir, welche der Runen musst du noch besiegen? Wollen sie? Oh nein, Mann! Dieser kleine Drecksack, gefällt den kriegen wir auch diese noch. Diese Extradosis, kleine Fledermaus. Ja, die finde ich echt super. Aua. So, was nun? Huch. Aha. Du wehrst dich. Gut. Das schwächt nur deine Entschlossenheit. Bringt das überhaupt was? Okay, das ist die Taktik. Was jetzt? Wieder die Skelette. Was meinst du? Wie viel kannst du noch ertragen? Macht es dir Angst zu wissen, dass ich dich fast besiegt habe? Oh. Au, verdammt nochmal. Ich muss dem unbedingt einen Batarang mitgeben. Scheiße. Drei Scheinwerfer.
Boah, knapp, knapp, knapp. Ja, mach ihn fertig. Mach ihn fertig. Boah, Gott sei Dank. Was? Wie machst du das? Du hast genug Gift geschluckt, um 10 Männer zum Wahnsinn zu treiben. Was bist du? Wieso bekämpfst du es, Batman? Du bist genauso durchgeknallt wie wir alle. Du brauchst uns genauso, wie wir dich brauchen. Und um es zu beweisen, flute ich die Katakomben mit genug Terrorgas, um jeden in Gotham City für 100 Jahre um den Verstand zu bringen. Resist the Fear, Errungenschaft freigeschaltet. Okay, ach guck mal, das sind die ganzen, das waren jetzt diese Skelette hier. Ah, haha. Aber geil gemacht. Richtig gut gemacht. Ein Upgrade, das sind das hier. 3 Ziele gleichzeitig auszuschalten. Mhm. Was haben wir sonst noch? Die Dinger. Das ist das Neue. Das ist die Effizienz. Und da vorne ist das mit den Kombos. Und das werde ich jetzt doch mal lernen, weil spezielle Moves. Ja. Batsch. So. Karte und Ziele. Ah, im nächsten Raum geht es schon weiter. Da müssten wir dann an Croc rankommen. Und sonst... Ist hier noch irgendwas? Irgendwie habe ich das Gefühl... Ach, hier hat es uns eben erwischt. Okay, ist das nicht einer der Gänge, wo wir vorher nicht reinkamen? Ja, natürlich, ne? Hier war da auch noch ein Rätsel irgendwo. Ah, warte, wir können ja nochmal zurückgehen und dann nochmal eben, den Eingang hier nebennehmen. Das Ding knacken. Aaron Cash, Arkham Security. Müssen wir da nicht eh hin? Hier waren wir doch schon, ne? Oh. Hake dich bei den Verwandten ein. Aha, sehr schön. Da freue ich mich. Ich wusste, das waren doch die Gänge, wo wir nicht reinkamen. Hier ist auch noch so ein Ding. Da oben. Gut getroffen. Aua. Ein bisschen ungeduldig. Ein Tonband. Würden Sie mir sagen, wie die in mein Büro kommen? Ganz einfach, ich habe sie da reingestellt. Wieso magst du keine Blumen? Ich glaube, die Wärter würde interessieren, dass sie ihre Zelle verlassen haben. Wenn du es wirklich erzählen wolltest, hättest du es schon getan. Woher wissen Sie, dass ich nicht schon getan habe? Weißt du, Süße, ich mag dich wirklich. Sogar deinen Namen. Stell ihn etwas offen und wir kriegen... Harley Quinn. Fast wie der Clown. Ich weiß, das habe ich schon gehört. Das ist ein Name, der mich zum Lächeln bringt. Der gibt mir das Gefühl, dass hier jemand ist, dem ich mich verbunden fühle. Jemand, der meine Geheimnisse hören möchte. Wirklich? Erzählen Sie weiter. Nicht hier, meine Liebe. Zu viele Augen, zu viele Ohren. Komm heute Nacht zurück. Uiuiuiui. Was steht da? Arkham Central Records Password Required. Ah. Ah, ja, gut. Nochmal eben 2 Rätsel mitgenommen. Und jetzt können wir, denke ich, auch weitergehen. Ach, hier sind wir wieder.
Also, das war's. Ja, und weil es gerade so spannend ist und ich jetzt die Aufnahme beenden möchte, mache ich das auch. Und beim nächsten Mal schauen wir, was sich im Keller dieser Anstalt befindet. Und damit die Spannungskurve auch ziemlich oben bleibt, mache ich es kurz. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Arkham Asylum remains under lockdown. Its staff at the mercy of the rampaging inmates. Come here,